Hallöchen. Herzlich willkommen zurück. Sehen wir nicht einfach super aus? Also ich finde, das Schwarz, das sieht mit dem Leder schon deutlich besser aus, als das Weiß mit dem Leder aussehen würde. Wobei jetzt mit der Verzierung könnte man mal wieder das Weiß ausprobieren, aber wir bleiben jetzt erstmal schwarz. Ich finde, Schwarz, einen schwarzen Ezio finde ich auch deutlich, weiß nicht, passt mehr zu ihm. Als Anführer der Assassinen. Aber ja, die Assassinen, die sind natürlich, normalerweise sind die weiß. Normalerweise sind die weiß mit einem roten Gürtel, das ist schon richtig. Wir werden auch irgendwann wieder zu weiß zurückwechseln. Ich habe das jetzt nur als Überbrückung, solange wir mit dem Ledergear rumlaufen, weil das sah echt nicht gut aus. Und ihr wisst ja, ich sehe gerne gut aus. Wir können es mal nächste Folge wieder ausprobieren. Bevor ich hier zum Leonardo gehe, weil ich sowieso noch am Quatschen bin, nehmen wir mal kurz den Schatz damit. Aber jetzt muss ich auch quatschen. Ich muss auch quatschen, damit es sich lohnt. Und zwar wollte ich euch einen wunderschönen Tag wünschen. Es freut mich immer, dass ihr da seid. Was würde ich nur ohne euch machen? Ich würde mich schon echt langweilen auf YouTube. Stellt euch mal vor, ich würde Videos machen, die keiner schauen würde. Das wäre ja... Ui, das wäre ja Zeitverschwendung. Übrigens mal, um ein bisschen Personal Growth vorzuspielen. Nee, das sage ich jetzt nicht. Ach, sehr ist davon. So. Warplans. Kill the Templar Overseer to recover a map showing the location of one of Leonardo's war machines. Ja, aber natürlich mal. Okay, der Overseer, der ist schon wieder ganz weit weg. Der ist schon wieder ganz weit weg. Eieiei. Und meine Assassinen machen nebenbei Missionen. Das ist auch gar nicht laut, wenn die Missionen machen. Ich finde das schon schön. Also bevor ich mit dem Overseer weitermache, würde ich mich ganz kurz hier an den Stadt darstellen. Einfach nochmal ganz kurz. Wie jede Folge. Einfach mal ganz kurz. Ganz kurz. Einmal durchatmen. Einmal alle Messages skippen. Einmal meine Assassinen ausbilden. So, du kriegst natürlich auch wieder Weapon. Du kriegst auch Weapon. Du kriegst Armor. Und du kriegst auch Weapon. Die andere Dame ist noch unterwegs. Okay. Contacts. Florence, da haben wir einen 3 Sterne. Wen schicken wir da hin? Schicken wir hier so einen 4er? Einen 4er? Ja, schicken wir einen 4er, das passt schon. Dann haben wir hier, oh, die ist viel zu schwer. Vienna ist auch zu schwer. Rom. Haben wir einen 2 Sterne? Haben wir da einen ganz niedrigen? Nee. Dann würde ich lieber eine 3 Sterne machen. Wen schicken wir da? Den 3er? Den 4er? Schicken wir den 4er. Und auf den 2 Sterne schicken wir den 3er. Komm. Dann ist er auch beschäftigt. So, was haben wir noch? Moskau. Ganz silent. Ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Paris. Die sind alles zu schwer. London. Hier haben wir auch keinen, der einfach mal so machbar ist. Ne? Den 4er. Ne, den können wir uns nicht leisten. Der 3er ist in Arbeit. Calicut. Hier haben wir 3 Sterne. Den sie ganz alleine machen kann. Gar kein Thema. 3 Sterne, easy. So, hier ist ein 3er, da schicken wir ihn hin. Oder hätten wir noch einen 3 Sterne gehabt? Hier ist noch ein 3 Sterne, ah. Schade. Naja. Gut, jetzt gehen wir hier unseren Kontakt. Wo ist denn unser Kontakt? Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist er? Da ist er. Da ist er doch. Dann gehen wir doch mal hier rüber. Ja. Warning Restricted Area, habe ich gesehen. Oh, hallo. Hast du nicht gesehen, ne? Nee, 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 du hast mich nicht gesehen. Alles gut. Kill the Overseer. Machen wir einfach hier so einen Drop. Hi, na? Da liegt doch ein Boden rum. Hallo. 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 Er hier auf dem Pferd wieder, ne? Au. Kann der mal aufhören mit seinem... Okay, Moment. Das mach ich jetzt auch. Babsack. Babsack, habe ich gesagt. Ich krieg's gerade nicht geschissen. Ich krieg's gerade nicht geschissen. Komm. Komm einfach her.
Dieses abgeschossen werden ist halt so nervig. Aber naja. Gut, das haben wir. Mal gucken, ob hier noch irgendwie was Wichtiges an Informationen. Oder an. Und Medizin ist auch voll, ne? Medizin ist auch voll. Ich hab jetzt. Nicht so ganz drauf geachtet, was die Missionsbeschreibung jetzt gesagt hat. Weil ich habe ihn ja jetzt gekillt. Soll ich jetzt hier hin? Oder nicht? Ich habe keine Ahnung. Ich geh jetzt da hin. Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Ich gehe jetzt hier hin. Das passt schon. Vielleicht nicht unbedingt hier hinten lang. Aber hier können wir so einen Zettel mitnehmen. Wo hängt der schon wieder? Wo hängt der schon wieder? Wo hängt denn der? Hier? Nee. Da unten? Da unten. Tatsache. Habe ich nicht mitgerechnet. Habe ich nicht mitgerechnet, dass der hier unten hängt. So. Aber jetzt gehen wir zu Leonardos War Machine. Den machen wir weg. Nur gucken, wie ich hinkomme. Ah, guck mal, hier können wir direkt rauslaufen. Ja. Da wissen wir, wo wir hin müssen. Jetzt wird's wieder lustig. Ich hoffe, nicht ganz so failend wie beim letzten Mal. Oh. Naval Cannon in Napoli. Eine Bootskanone. Oder so ähnlich. Uiuiui. Was kommt jetzt? The Voyager have constructed a deadly naval war machine based on Leonardo's design. It must be destroyed before Cesare gains control of the seas. Mhm. Full Synchronization, open one of the first three gates. Ja gut, die volle Synchronisation, die will ich ja sowieso nicht. Being detected will cause desynchronization. Das ist natürlich fies. Ich weiß noch nicht so ganz. Ich habe auch keine Assassinen dabei. Mir fehlt so ein bisschen der Ansatz. Tell your comrades that only Eduardo may examine the invention up close to make the final adjustments. Yes, Capitano. He travels by boat to see the mechanism now. Mhm. Mhm. Fängt gut an. Ach, ich kann hier lang diven. Ich hab doch A gedrückt. Ich hab doch A gedrückt. Was? Ich hätte das mal testen sollen. Hä, da stand doch halte A, um zu tauchen. Was? So, A zum Diven. Gut, das darf ich natürlich auch nur, wenn ich nicht gerade schnell am... Ja, hier ist A fast schon. Doch gerade das Essen. Da! Oh Mann. Das fängt ja schon wieder gut an. Der erste Gegner. Ja gut, also Wasserkombat hatte ich vorher noch nicht. Entschuldigung. Travels by boat to see the mechanism.
So, jetzt aber. Dankeschön. Worüber der Schrei ist gerade herkommen. So, er hier ist der Nächste. So, die interessieren mich nicht. Huch. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Ich will ja lang schwimmen. So, er? Ich weiß nicht, ob er wichtig ist. Er ist auf jeden Fall. Warum leuchtet er? Weiß ich nicht. So, er? Ich würde mal wegmachen. Weil ich kann. Einfach, weil ich kann. Komm, ganz greedy. Ganz greedy hier hin. So. Also, meiste Zeit bin ich halt wasserscheu eigentlich. Aber ich glaube, in dieser Mission ist das ganz, ganz wichtig. Hi. Give me the plans. You are the assassin, am I right? You must stop Cesare. I will help you. Let me take you to them. Grazie. Okay. Ach, das ist Eduardo. Warum denn Follow? Interacting with the gondola will cause disinformation. Easy work. Good pay. Now look at me. Capitano di questa barca di merda. Erzählt er mir jetzt von Smokebombs? Wird das vielleicht wichtig? Ui. Darf ich da jetzt nicht nebenher tauchen? Na gut, da muss ich wohl einfach so durchkommen. Komm! Och! Das war jetzt natürlich einen halben Meter zu hoch. Da konnte ich jetzt nicht assassinieren. Das verstehe ich schon, ja. Würde ich denn jetzt... Würde ich denn hier hochgucken? Auch gut. Die nehme ich trotzdem mit. Weil ich ihn nicht mag. Ab! Glaubst du, ich komme da nochmal hoch? Nee, ne? Ja, was soll ich machen? Also zu mitschreiben, beim allerersten Mal hatte ich einen ganz falschen Ansatz, weil ich muss eigentlich nämlich hier hoch. Den Weg hier hoch habe ich gar nicht gefunden. Da war ich richtig zu dumm für. Na gut, so kann ich folgen, das ist kein Thema. Krieg ich hin. Guck, hier. Blub, blub, blub. Er ist ein bisschen nervig. Nein. Da lang. Ich frage, wie ich da hochkomme. So nicht.
Auch Jungs. Danke. Komm, aber. Ich sitze da ganz unauffällig. Ganz unauffällig. Ganz unauffällig. Jetzt geht's ja genauso weiter, ne? Dass ich jetzt einmal ihn ausschalte. Ah, dann komm ich aber nicht mehr hoch. Okay, er bleibt am Leben. Bleiben alle am Leben. Ich bin hoch genug. Die sind mir alle Schnurzpiepe. Die sind mir alle Schnurzpiepe. Oh Scheiße. Komm ich da hoch? Bitte? Ja. Das hat ein bisschen was von Spider-Man, ne? Oh je. Ich weiß nicht, das ist nicht dauerhaft hoch genug. Den musste ich wegmachen. Oder halt Smokebombs schmeißen, aber ich weiß nicht. Sehe ich noch nicht. Hi. Hier wieder durch die Mitte. Jetzt ist es fies. Kommt doch da hoch. Macht er nicht. Hinterher? Wahrscheinlich nicht, ne? Ne. Darf ich dich töten? Wahrscheinlich nicht, ne? Doch, ich darf dich töten. Na komm. Hi. Das ist schon lustig. Oh mein Gott. Und nochmal. Wie viele Tore haben die bitte? Oh Mann, oh Mann. Okay, da ist eine Tür. Sind wir jetzt hier? Wissen wir nicht. Hier ist ein Hebel. Dry locks location discovered. Jetzt darf ich. Alles klar. Hallöchen. Es gibt auf jeden Fall brauchbare Höhen. Dann nutzen wir die doch einfach mal. Hallöchen. Na? Aber jetzt nicht, hier kann ich jetzt nichts mehr. Ah, doch, da. Uiuiuiui. Hallöchen. Mit denen brauche ich nicht interagieren. Die haben mir nichts getan, mit denen habe ich keinen Beef.
Er ist kritisch. Er ist missionskritisch. Was ist das wert? Wissen wir nicht. Wissen wir nicht. Sollen wir es versuchen? Kann ich beide? Ich beide? Zeigt er nicht. Hm. Ne, wenn ich entdeckt werde, dann ist er fertig. Oh, that could be our man. Mein Gott. Ja, das war nix. Das war nix, alles gut. Wenn ich entdeckt werde, ist er fertig. Haben wir ja vorhin gesagt bekommen. Dementsprechend. Gut, ich hätte da jetzt auch eine Smokebomb schmeißen können. So ist es nicht. Aber in der Kiste ist nichts Besonderes. Nein, da ist noch ein bisschen Geld drin. Geld haben wir genug. We are working day and night. My men cannot go any faster. I ask, is it ready? Nearly ready. Then you should stay tonight as well. Meinst du, es fällt auf, dass die tot sind? Nee, ne? Ich würde mich gerne irgendwo verstecken. Okay, es ist egal, ist egal. Ich darf hier kämpfen. Fertig machen. Wir sind ja auch noch Leute. Zumindest markiert. Kann ich damit interagieren? Nein. Also hier ist auf jeden Fall das Ding. Hier ist schon mal der Plan. Den nehmen wir mit. Tschüss. Tschüss, Plan. Gut, weiter geht's. Da ist eine Tür. Und ist Deko. Und jetzt wisst ihr, worauf das blaue Dings da zeigt. Zeigt nicht auf das Ding in der Mitte. Blaue Dings da. Ah. Jetzt kann ich damit interagieren. Wusste ich es doch. Hi. Das ist ein Weg für mich. Kann ich das Brötchen nicht einfach schon hier zerschlagen und dann nach Hause gehen? Hi. Na? Au. Au. Tschüss. So. Hallo. Okay, das war nur ein Checkpoint. Gibt's hier irgendwas Wichtiges? Also ich rate, da ist nichts drin. Da ist nichts drin. Nur ein bisschen Geld. Das ist halt mittlerweile auch so irrelevant. Aber wenn wir mit dem Passiv-Income so viel Geld verdienen. Diese kleinen Minikisten, die brauchen wir alle nicht mehr. Außer da ist ordentlicher Loot drin. Mit ordentlichem Loot meine ich alles, was nicht Geld ist. Hi, na? Dreh dich doch am besten genau dann um, wenn ich hierher komme. Ah, gut, er ist hat uns den Rücken zugedreht. Das macht besser. Hi. Manchmal ist die Kamera etwas unvorteilhaft. So, du drehst uns auch den Rücken zu. Das ist ja praktisch. Natürlich ganz kurz looten. Okay, und jetzt hier Hebel. Hm.
Oh, warte. Jetzt wird Boot hier gefahren. Let's see if you can bite your master's hand, shall we? Sink the Borgia ship by shooting at something. Press B to row the boat. Oh mein Gott. Der ist ein bisschen so ein Rechtsdrall, ne? Wie soll ich das denn jetzt machen? Press X to use cannon. Ja. Meinst du, geht das hin? Treffer. Mal auf die Seite. Alter, was? So viele Schiffe hier. Mal ganz kurz. Das da. Reicht das schon? Ja, das reicht. Au. Jungs, da brauche ich mich zu schießen. Nochmal X. Nochmal hier. Hui. Was? Au. Das erste ist weg. Wunderschön. Das sind noch zwei. Drei. Das sind noch drei. So, mal schön Tactical Camera anmachen. Sind die auch bemannt? Wäre cool, wenn nicht. Ja, hätte ich einfach nur so ein bisschen Business. Wahrscheinlich sind die auch bemannt. Ja, sind auch bemannt. Komm. Eieieiei. Jetzt bin ich hier so neben dran. Au. Ja, der kann mich ja eh nicht abschießen. Au. Komm. Ja, hab da gedacht. Wie die da geflogen kommen. Ach, schön. So, jetzt hier an dem ganz nah hier unten. Ich glaube, das ist so Sinn des Manövers. Dass zwar die Bogenschützen was machen können, aber die Kanonen vom Schiff komplett nutzlos sind. Ich habe das erste nicht gesehen. Oh mein Gott. Was ist da? Kann ich das so weit drehen? Nee, ne? Doch? Nee. Das ist jetzt so dumm gelaufen. Mann. Ja. Aber jetzt eine untere Kanone. Komm. Das reicht nicht, ne? Ach, das ist doch jetzt blöder Witz. Komm. Beweg dich. Noch ein ganz klein bisschen drehen. Jawohl. Komm. Ganz klein bisschen drehen. Danke. Jetzt aber. So. Jetzt zum letzten. Los. Komm. Hier direkt. Direkt das Kleine. Dann das Mittlere. Und dann das Hintere. Kommt das schon an? Nee, kommt nicht an. Komm. Kann ich auch nicht. Nee, das kam alles nicht an. Aber der hier kommt an.
Jetzt. Reicht das? Komm, das reicht. Jawohl. Wunderschönst. Perdonatemi, Leonardo. Eieiei. Splash. Full Synchronization. One of the first three gates. Hab ich schon? Scheinbar. Ach schön. Ach, nein, jetzt steh nicht hier rum, bitte. Ich wollte jetzt gerade Abmod machen. Stell mich da oben hin. Stellen wir uns hier hin. So. Und mit diesem wirklich wunderschönen, sehr sonnigen, lebensbejahenden Anblick auf Rom und auf uns passt eigentlich tatsächlich ganz gut zur Rüstung. Ich rede natürlich von den schwarzen Wolken da oben. Wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Was genau wir da machen, das besprechen wir dann, weil ich weiß es noch nicht. Und wir hören uns dann. Haut da rein. Bis dann, Leute. Ciao.